Jetzt iss was, sonst kriegst du auch keinen Käse. Ist egal. Es gibt nachher nichts mehr, Josef. Jetzt ist Essenszeit. Ich mag aber nicht. Von diesem Teller schmeckt's einfach nicht. Gregor, kannst du Josef nicht den Hundeteller geben? Nur heute Abend. Den benutze ich. Er hat den Hühnerteller. Gib ihm den noch einfach mal kurz. Er hat ihn die ganze Woche. Ja, aber Besteck und Essgeschirr werden abends unabhängig vom Vortag verteilt. So haben wir das abgesprochen. Ja, und jetzt habe ich den Hundeteller. Kapiert? Er hat aber dauernd den Hundeteller. Das habe ich nicht, habe ich nie. Gut, dann weigere ich mich zu essen. Das Huhn ist schlecht. Hört jetzt auf. Es schmeckt alles völlig gleich. Und das Huhn ist nicht schlecht. Gregor, gib Josef einfach den Hundeteller. Sei du mal der Vernünftigere. Hm? Nein. Ach komm, dann nimm doch meinen. Da ist eine Eule drauf. Glaubst du etwa, ich bin blöd oder was? Die Eule ist noch schlechter als das Huhn. Das ist wirklich sehr nett, Elias. Aber die Eule ist der Allerschlechteste. Alle wollen den Hund. Gregor, jetzt gib Josef den Hundeteller. Du kriegst ihn dann an einem anderen Tag. Warum kriegt ihn immer Josef? Josef hat heute Abend den Hundeteller. Und Schluss jetzt! Wenn du wegen der Tellersituation noch mehr Theater machst, kommst du in den Käfig, verstanden? Mist, Elias. Das war's mit deiner Käseplatte, kapiert, mein lieber Freund? Oh nein. Hör auf! Verdammt nochmal, fängst du schon wieder mit dem Beißen an? Hör auf! Hör auf! Loslassen! 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 Elias! Gregor! Elias! Loslassen!